liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bin erstmal ganz begeistert, dass so viele heute Abend hierher gekommen sind. Sehr geehrte Frau Friedrich, sehr geehrter Magistrat, wir möchten heute hier ein paar Positionen des Fördervereins darstellen. Unser Förderverein hat 800 Mitglieder. Und wenn man die Zahl von Harleshausen zusammennimmt, dann kann man fast sagen, 1% der Kasseler Bevölkerung sind hier aktiv. Sie sind nicht nur aktiv, sondern sie engagieren sich in hervorragender Weise für die Freiwilliger in Kassel. Argumentieren,
eine Sanierung oder ein Neubau. Er bitte, die städtischen Werke plädieren für einen Neubau, für einen Abriss des gesamten Areals. Das können wir als Förderverein nicht tragen und ich denke auch viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel nicht. Das Areal ist sehr groß in Wilhelmshöhe, deshalb ist es natürlich auch sehr begehrt für die Bebauung. Sie sehen, wie groß das Grundstück ist, 28.000 Quadratmeter etwa, aber wir brauchen auch so große Grundstücke, denn ein Schwimmbad ist nicht nur dafür da zum Schwimmen, sondern auf dem Schwimmbad passiert natürlich sehr, sehr viel. Jugendliche wollen spielen, es wollen Aktionen gestartet werden und wir werden nachher auch sehen, was man aus diesem Gelände noch zusätzlich machen sollen können und deshalb möchten wir dieses große Areal erhalten und auch vielseitig nutzen. Wurde das Gelände bebaut, so sagen wir, es führt eigentlich zu einer Segregationsverstärkung oder einem Prozess der Segregation. Das bedeutet, nach Kassel-Wilhelmshöhe kommen sehr viele Menschen aus der ganzen Stadt, unterschiedlicher Herkunft. Sie kommen im Sommer, viele Monate, und jung und alt, Schüler, Studenten aus allen Stadtteilen. Und würde dieses Bad gebaut werden, würde das bedeuten, dass sich hier ein Stadtteil verschließt für die Bevölkerung. Wilhelmshöhe wird mehr zum Durchfahrtsort. Es kann letztendlich nicht ein integrativer Ort sein, wie er jetzt ist für dieses Freibad Wilhelmshöhe. Und deshalb möchten wir, dass dieses Freibad unbedingt erhalten bleibt. Bereits darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, es nicht zu bebauen, weil es möglicherweise klimatisch sich es verbietet, weil die Stadtteile unterhalb von Wilhelmshöhe möglicherweise dann vom Luftfluss negativ beeinflusst werden und von daher ist dies auch ein weiteres Argument. Aber warum sind Freibäder grundsätzlich wichtig? Ich als Sportwissenschaftler, als Präsident der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft könnte einen langen Vortrag jetzt halten, warum Bäder so wichtig sind für unsere Jugend, für die Kinder, für Erwachsene, für Senioren. Wir haben gesellschaftlich viele Probleme und von daher brauchen wir stadtteilnahe Bäder, wohnortnahe Bäder, die leicht erreichbar sind. Die sind ein sozialer Treffpunkt, sie sind für Kommunikation, für Jung und Alt, sie bieten Übungsmöglichkeiten, Lernmöglichkeiten. Also von daher ist es ein Raum für Erholung, für Entspannung. Also man könnte das unendlich fortsetzen, welche Funktionen Freibäder in der Gesellschaft ausüben und wahrnehmen. Und von daher brauchen wir letztendlich diese Freibäder in unserer Stadt. Die Probleme unserer Gesellschaft lassen sich mit vielen Bildern zeigen. Ich will hier nur ein Bild zeigen, natürlich von Kindern, wo wir wissen, fast 800.000 Kinder sind übergewichtig. Viele müssen behandelt werden, brauchen ein Magenband, werden operiert. Ich denke, wir sollten den Weg gehen, auch in einer Stadt, dass wir Freiräume schaffen, dass wir verhältnispräventiv arbeiten und verhaltenspräventiv. Und dazu brauchen wir entsprechend Raum für Bewegung. Und wir müssen Kinder letztendlich, wie dieses Bild auch zeigt, wegbekommen auch von der Möglichkeit, die sie am liebsten auch zum Teil nutzen, eben vor dem Fernseher sitzen. Und wenn wir ein attraktives Bad haben und tollen Angebot, dann werden Kinder und Jugendliche verstärkt ihre Freizeit auch dort verbringen. Und ein zweites Argument. Und ein drittes Argument. Man könnte das fortsetzen. Es gibt eine Vielzahl von Zahlen, die zeigen mittlerweile, dass immer mehr Kinder und Jugendliche nicht mehr schwimmen können. Es gibt eine Zahl, dass jeder Vierte ab Alter 15 nicht mehr schwimmen kann, beziehungsweise nicht sicher schwimmen kann. Und von daher passieren immer mehr Schwimmunfälle, wie dieses Beispiel zeigt, eine 13-Jährige, die in Berlin an einem Bad verstorben ist, weil sie runtergerutscht ist und unten nicht schwimmen konnte. Also das sind Beispiele, das können wir letztendlich verhindern, wenn wir Angebote für die Jugend, für die Kinder schaffen und ihnen Lernmöglichkeiten, Lernraum schaffen zum Schwimmen. Und dass Kassel keineswegs zu viel Bäder hat, sondern eigentlich gewissermaßen ein Nachholbedarf, das ist hier noch mal kurz gezeigt, ich will das nicht auf einzelne Punkte eingehen. Aber Frankfurt hat 7 Bäder, 4 Hallenbäder, 3 Erlebnisbäder. Darmstadt 5, 3 Naturbäder, 3 Hallenbäder, 2 Sportbäder. Göttingen hat 3 Freibäder, 1 Hallenbad. Also das Verhältnis, was wir in Kassel haben, ich habe es vorhin schon gesagt,
Wenn die Bäder schließen, haben wir ein Bad für 200.000 Einwohner. Und wenn man sich die Bäder mal anschaut in Frankfurt, ich habe ein paar Bilder mal mitgebracht, dann sehen Sie das, wie groß die Bäder sind. Das sind Bäder mit riesengroßen Becken, 150 Meter, 100 Meter. Sie sehen das in Eschersheim, riesengroße Becken, wo die Menschen sich tatsächlich bewegen können. Sie können neben dem Schwimmen aktiv werden. Und ja, man könnte das unendlich fortsetzen, wie damals schon. Jetzt passen Sie auf, was jetzt passiert. Da kriegen Sie einen Schock. Das ist krass. Kiosk, den wir uns natürlich nicht in Zukunft wünschen.
sondern ein Café, was funktioniert. Und wir können sagen, dass dieses Café auch instand gehalten werden kann mit einfachen Maßnahmen. Nur diese Instandhaltung sind in den letzten Jahren tatsächlich vernachlässigt worden. Ich habe das immer wieder gezeigt und darauf hingewiesen. Seit vielen Jahren ist bekannt, dass eben Schäden sind auf der Betondecke, Terrassendecke. Sie sind bis heute nicht repariert. Und Experten sagen, die Reparaturen würden 3.000 bis 5.000 Euro kosten und sind bis heute nicht aufgewandt. Das Café durchnässt in Teilen oberhalb der Toiletten weiter. Und das hätte man auch ein bisschen verhindern können, um hier Schäden am Gebäude letztendlich zu vermeiden. Man hat das Café jetzt unterstützt mit Arkaden, statt eigentlich die Ursachen zu beheben. Das wäre eigentlich viel notwendiger gewesen. Ja, aber an zwei, drei Vorschlägen, wie man Betriebskosten sparen könnte. Das ist ganz wichtig für eine Stadt, wenn es tatsächlich zu einer Entscheidung kommt. Und natürlich kann man Betriebskosten sparen durch eine neue Technik, die wir natürlich wollen. Sei es eine Wasseraufbereitungstechnik, Fernwärme, Solartechnik und so weiter, was alles möglich ist, auch Optimierung des Personals, aber auch können wir natürlich mehr Geld einspielen durch höhere Einnahmen von Besucherzahlen. Also 40% Einsparpotenzial haben wir errechnet. Und die Besucherzahlen ergeben sich allein schon, dass mehr Menschen kommen, wenn das Bad gut saniert ist, attraktive Angebote für Jung und Alt, längere Öffnungszeiten, Werbung in den Medien. Das sind Dinge, die von selbst und relativ einfach mit Unterstützung des Fördervereins möglich sind. Oder wenn die KVG ein Bäderticket, ein Freibadticket zur Verfügung stellen, dass alle Menschen aus allen Stadtteilen zu allen gleichen Bedingungen die Freiwillige besuchen können, wäre das natürlich eine tolle Maßnahme und es würden keine zusätzlichen Kosten entstehen. Die Unternehmen können Tickets ausgeben für ihre Mitarbeiter, auch das wäre möglich, um Kosten zu sparen. Oder Hotels geben es freie Eintrittskarten und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, Besucherzahlen zu erhöhen und das Bad damit auch von den Kosten her besser abzusichern. Meine letzte Folie, die Erwartungen an die Stadt, die wir haben. Also wir erwarten vom Magistrat die Umsetzung des Bäderbeschlusses durch die Stadion. Der Freibadstandorte Halleshausen und Wilhelmshöhe. Wir erwarten eine aktive Mitwirkung und Berücksichtigung unserer Interessen bei der Sanierung. Und wir erwarten eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten und die ganze Nutzung der Freibadanlage. Und das wird auch im Folgenden noch mal näher dargelegt. Vielen Dank.